Hallo und herzlich willkommen hier auf RomaPyP zu unserem Community-Server Tagebuch Nummer 3. Ja, es hat sich wieder einiges getan hier außenrum, im Gegensatz zum letzten Mal nicht viel, eigentlich überhaupt rein gar nichts. Außer dass es jetzt halt noch den vierten Spawn gibt und wie man sehen kann, der Marvin ist halt auch dabei. Hallo. Er hat jetzt auch angefangen zu bauen. Er ist gar nicht mal so unweit, sagen wir es mal so. Also er hat schon einiges geschafft. Wir gehen zuerst in der römischen Stadt vorbeischauen. Mal gucken, was es jetzt da so gibt. Also hier wieder runterfallen, so wie üblich. Und ja, ich lese das einfach mal vor. Herzlich willkommen auf der Map Römische Stadt. Herzlich willkommen. Hier erstmal ein paar Regeln für den Start. Als erstes einmal wird auf dieser Map niemals Lava oder TNT gesetzt. Auf gar keinen Fall. Als zweites auf dieser Map wird nicht mit Stein oder Pflasterstein etc. gebaut. Holz darf verwendet werden. Am besten wäre es, wenn man sein Haus aus Sandstein und Holz, egal welches, baut. Außerdem dürfen die Abgrenzungen der GS nicht zerstört werden. Ich wünsche allen viel Spaß auf dieser Map und baut schön. Ja, in dem Sinne, später die Abgrenzungen können nicht zerstört werden. Da könnt ihr so oft draufhauen, wie ihr wollt, da passiert nichts. Man sieht ja halt, Marvin hat seinen Tempel weiter ausgebaut, obwohl die damals noch überhaupt gar kein Glas hatten, aber egal. Ja, muss auch mal sein. Man, ja, auf jeden Fall sieht eigentlich sehr sexy aus. Ja. Also hier kommen nachher eure Grundstücke, die sind 16x16 bei ihm. Bei mir sind 18 mal 18. ach sogar 18x18. Ja. Ja, okay, auf jeden Fall, dann das seht ihr jetzt halt hier. Und ja, wir sind schon eigentlich relativ weit, aber es ist noch lange nicht so weit, dass man hier eröffnen könnte. Da fehlt noch einiges. Mittelalter ist die nächste Stadt, glaube ich, wo sich was getan hat. Hat sich da was getan? Ich glaube wohl, ja. Ich glaube, ein paar Grundstücke sind dazu gekommen, aber das war's auch. Und der Anfang eines Hafens. Ja, da unten die Fahler sind der Anfang des Hafens. Ein paar Haustiere, die mittlerweile schon die Grundstücke bewohnen. Also hier sind alle schon vergeben. Ihr könnt nur noch hier. Da wohnt ein Schwein, da wohnt eine Ja, die Kuh. Mauer war aber auch noch nicht, oder? Ne, die Mauer war auch noch nicht. Das ist jetzt nochmal eine Sicherheitsvorkehrung. Weil ihr könnt trotzdem hier noch immer ausbüchsen. Das ist scheiße. Und ja, es gibt nicht mehr allzu viele Grundstücke, die noch nicht bewohnt sind. Also es gibt hier nur noch eins, zwei, drei, ja, vier Grundstücke, die noch nicht bewohnt sind. Und ja, jetzt haben wir wieder das übliche Spiel, Marvin. Ach Wieder. so. Ja. So, ich bin schon mal wieder da. Sehr gut. Gut. Dann gehen wir wieder in unseren Spawn rein. Römische Stadt sind auch ein paar Grundstücke dazu gekommen. Das Haus am Haus hat sich nur was verändert, dass es jetzt den Admin-Bereich gibt. Den zeige ich aber mal besser nicht. Ich mache mal ganz kurz einen Ja. kurzen Cut. So, sind wir jetzt wieder nach dem kurzen Cut und jetzt können wir eben auch in meine Stadt gehen. Da hat sich nämlich, ich glaube, so mit am meisten getan mit der von Marvin. Aber man merkt, ein paar weitere Grundstücke sind dazu gekommen. Und ja, ich zeige als erstes, glaube ich, mal, weiß ich nicht, was zeige ich als erstes? Ein paar neue Schilder sind auch dazu gekommen. Also, das habe ich, euer Grundstück hat keinen Boden, schreibt mich an und ich gebe euch euren Wunschboden aus den zugelassenen Materialien. Verzauberung, Featherfall ist verboten. Wichtig, das gelbe Glas darf bebaut werden, muss aber erhalten bleiben. Das hier oben, ich gebe euch sogar schon die volle Bauhöhe, die ihr haben dürft. Also ihr dürft meinetwegen gerne hier so hochbauen, wie ihr wollt. Aber das Problem, was ich euch geben muss, ist, ihr dürft keinen Featherfall haben als Verzauberung. So, nun kommen wir zum Funkturm, der ich meiner Ansicht nach finde eigentlich ziemlich gut geworden ist, außer der untere Teil. Ab hier wird's gut. Darunter, ja, weiß ich nicht so. Auf jeden Fall von hier oben aus super Ausblick über die ganze Map. Zumindest von hier aus, weil bis hierhin ist begehbar. Also man kann hier reingehen und dann geht man hier drauf und man kann sich dann bis nach hier oben teleportieren. Von hier aus hat man einen super Ausblick über die Stadt, wenn die anderen hier, wenn der Nachbar hier direkt vor dir nicht einen 256 Meter hohen Wolkenkratzer baut. So. Das ist auch das nächste öffentliche Gebäude. Es gibt momentan eins hier, beziehungsweise bald gibt es zwei, das ist ja schon fertig. Das ist das erste öffentliche. Und jetzt kommt bald das zweite. Das ist nämlich das hier. Das hier wird das zweite öffentliche Gebäude. Es wird ein Shop, also es wird also sozusagen ein Gemeindehaus. Also ihr dürft da drin machen, es gibt darin verschiedene Sachen, die ihr betreiben könnt. Zum Beispiel gibt es dort einen automatischen Ofen. Der kann natürlich leider bestohlen, also da gibt es dann noch nicht so die Safety Things, wie man das hinkriegen soll, dass euch der Ofen für die Zeit gehört. Da könnten ja immer mal Griefer sein. Aber, naja. Also. Sonst, ja. Ich weiß noch nicht, also es sollte halt so ein Gemeindezentrum werden, wo man essen kann und so weiter. Alles Mögliche soll es hier geben, Automaten und sowas. Und ja, dann gehen wir mal rein.
Also, momentan die unterste Etage umbebaut. Hier erkennt man halt verschiedene Flächen. Und ab hier wird es erst interessant. Also, ab hier noch nicht, aber ab hier wird es interessant. Und ab hier oben, hier ist nämlich schon eine, hier ist nämlich eine Rolltreppe aus Wasser gebaut. Man stellt sich einfach rein und lässt sich dann treiben. Und ja. Das gleiche geht auch wieder runter, das Spiel. Man kann ja auch natürlich schneller hoch, wenn das einen zu lange dauert. Aber es muss halt modern sein, auch wenn sowas total unnötig ist. Aber es muss halt modern sein. So, hier haben wir halt diese Lagerräume, wo ihr halt reingehen könnt. Hier stehen Schilder. Ihr könnt auf die Schild, ihr könnt die Schilder anklicken. Beziehungsweise packt hier das Material, was verkauft werden soll. Schreibt dann... ja, irgendwie funktioniert das auf jeden Fall. Ich muss das nochmal ein bisschen nachgucken, wie das funktioniert. Auf jeden Fall haben wir nachher jemand anderes, der sich für uns um die Plugins kümmert. Ich konnte gerade nicht sprechen. Hier haben wir einen kleinen Raum, der ist nicht ganz so teuer zu mieten pro Tag. Ja, die kosten Mietgebühren, die Räume. Hier 4 und hier ist einer mit 5 Kisten. Das ist der größte, den es momentan gibt. Was haben wir hier sonst noch? Hier haben wir wieder einen mit 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Hier hinten haben wir einen mit, also hier geht's rein, mit 1, 2, 3, 4, mit 4,5 Kisten. Und hier ist wieder der hier ist wieder ein großer mit 1, 2, hier vielleicht noch eine dritte, vielleicht 2,5, 4, 3, 4 und hier passt dann noch eine fünfte hin oder eine sechste. Dann 5,5 oder 6,5. Und ja, das ist so das Interessanteste bis jetzt gewesen. Also ich baue hier momentan dran weiter, dass es hier auch Rolltreppen bis nach ganz unten gibt. Es soll halt einfach modern sein. Futuristic, je nachdem, wie man es nimmt, ob es jetzt modern oder futuristic ist. Das ist eigentlich total egal. Also, jetzt kommt hier nämlich noch Licht hin. Und ja, später, also, was ich euch auf Twitter noch erklären möchte, ich habe ja geschrieben, keine Lava. Das könnte euch jetzt interessieren oder auch nicht. Man sieht hier überall diese Lavaflüsse. Warum futuristic halt? Wir nutzen die Erde komplett aus. Und nimm halt hier die Lava und beheizen damit und beleuchten damit diese Blöcke hier. Also die müsste hier noch irgendwie so einen Kompressor oder sowas hinmachen, dass es auch wirklich so ist. Und durch dieses Glas hindurch fließt halt Strom, kann man auch nicht sehen und dadurch wird halt hier alles beleuchtet. Ja, das ist eigentlich in dem Sinne auch schon alles, was ich jetzt getan hat. Es sind halt ein paar GS dazu gekommen, da hinten sind etwas größere GS. Die sind natürlich ein bisschen teurer als die anderen, aber ich werde da schon fair bleiben. Und Marvin stellt sich daran ins Leuchtfeuer und lässt das Leuchtfeuer sich durchbohren. Ja, auf jeden Fall von hier oben sieht man auch einmal, das sieht richtig Premium aus, finde ich. Wenn ihr das mal so von hier oben aus anguckt. Ja, und ja, es geht halt einfach nur darum, dass ihr Fieser voll, dass ihr keinen Fieser voll haben dürft, weil wenn ihr nämlich hier oben seid, ich kann meinem Schuh eben verzaubern, ich nehme meinem ganz schnell, das kann ich euch mal zeigen. Wenn man jetzt hier Anvil hat, dass ich dann hier mein alles weg, was ich gerade nicht brauche. Ihr nehmt eine komplette Diamantrüstung. 1, 2, 3 und 4. Und dann nehmt ihr euch noch ein Buch. Und zwar ist das Buch Featherfall. Featherfall. Da, Featherfalling 4 ist das Beste. Packen wir dann mal auf die Boots drauf. So. Jetzt können wir die hier mal anziehen. In den Game Mode 0 gehen. Es könnte durchaus sein, dass ihr das überlebt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wenn, dann ist es natürlich kothaftig. Slash. Kothaftig. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Gerade geht nämlich jetzt die Möhre bei uns. Game Mode 0 und jetzt fahren wir mal runter. Mal gucken, ob wir das überleben. Ne, das tut man auch mit Fässer voll nicht. Ich weiß nicht, ob man Fässer voll noch auf andere Sachen drauf machen kann. Ich glaube es nicht. Auf jeden Fall, danke jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bald kommt das vierte und dann werdet ihr natürlich noch mehr noch tolle neue Sachen sehen, die sich hier vielleicht auf dem Server tun werden. Und ja, ich habe noch kein Ankündigungsdatum, wann es losgeht. Ich weiß es selber noch nicht. Es ist halt momentan noch so ein Spiel mit der Zeit und ob es überhaupt klappt. Wir glauben es natürlich, dass es klappt, weil es hängt alles von einem, ja, Kumpel von uns ab, der es aber vermutlich schaffen wird. Sonst gibt es halt nur 30 Slots. Von jedem von uns 10 Euro oder 40 dann halt. Von jedem von uns 10 Euro. Geht auch wohl. Auch wenn, glaube ich, keiner außer mir sich dafür einsetzen würde, 10 Euro zu bezahlen. Oder keiner von euch wäre dieser Server 10 Euro wert. Ach doch. Ja, auf jeden Fall. Ciao und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.